Willkommen und gut Licht. Mein Name ist Jens-Uwe Bartusch. Ich beschäftige mich mit der Foto- und Videografie und unterwegs bin ich in den unterschiedlichsten Themengebieten. Das Wissen dazu habe ich mir autodidaktisch angeeignet, lange vor dem YouTube-Zeitalter. Seit Jahren veröffentliche ich hier das eine oder andere Video mit Bergwanderbezug oder zu verlassenen Orten. Das wird sich auch nicht ändern. Heute starte ich ein etwas anderes Format. Ihr könnt mich begleiten auf meinen Fototouren. Dabei geht es weniger um Technik, sondern vielmehr um die gemachten Bilder. Ich möchte euch inspirieren, loszuziehen, um die Welt fotografisch zu entdecken. Klammert euch nicht an die technischen Kleinigkeiten, sondern macht einfach Bilder. Lernt sehen, alles andere reiht sich später ein. Entdeckt auch Unscheinbares, abseits der Hotspots. Porträtiert nicht nur Menschen, die, ich sag's mal in Klammern, perfekt sind. Ihr werdet damit nicht die meisten Likes bekommen. Aber die Freude an der Fotografie, die wird steigen. Und ihr werdet Selbstvertrauen gewinnen. So, genug gelabert. Es gibt mehr als Langzeitbelichtungen, Glaskugeln, Sonnenuntergänge. Nicht falsch verstehen. Auch diese Motive können sehr interessant und sehr schön anzuschauen sein. Nach der kleinen Einführung bin ich nun am eigentlichen Ort meiner heutigen Fototour angelangt. Ich bin im brandenburgischen Oderbruch unterwegs. Die genaue Örtlichkeit möchte ich hier nicht benennen. Der geneigte und aufmerksame Zuschauer wird es im Video aber mitbekommen. Es gibt ein paar Hinweise darauf. Ich möchte mich heute fotografisch mit diesem hinter mir befindlichen verlassenen Objekt beschäftigen. Es war im vorigen Jahrhundert mal ein Kaltblutgestüt hier drin gewesen. Zu DDR-Zeiten gab es einen volkseigenen Aufkaufbetrieb dort drin, so hat sich das genannt, also FEAB. Und nach der Wende verfiel dieses Gebäude immer mehr. Es wurde gekauft für 5000 Mark. So sagten mir die Einwohner hier im Ort, der eigentliche Eigentümer aber selbst, der sitzt wohl offensichtlich zurzeit im Gefängnis und kümmert sich überhaupt nicht um dieses Objekt. Es ist auch nicht abgesperrt. Unterwegs bin ich wie immer mit dem Micro Four Thirds System und habe heute dran ein 12-100, also auf Kleinbildformat gerechnet 24 bis 200 mm. Beide Bildstabilisatoren, die im Body und die im Objektiv, arbeiten zusammen, sodass ich recht flexibel in solchen Gebäuden unterwegs bin und meistens kein Stativ verwenden muss. Und trotzdem kann ich Arbeiten durchführen zwischen ISO 200 und ISO 400. Also, wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Thank you.
Na, hat es euch gefallen? So, was passiert nun mit den Bildern? Also, ich mache mir daraus zunächst ein kleines Büchlein. Das nimmt man gerne mal zur Hand und schaut sich die Bilder wieder an. Kann man auch gut dazu nehmen, um es herumzuzeigen. Und zum anderen glaube ich schon, dass das eine oder andere Bild es als Fine Art Print an meine Wand schaffen wird. Vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Mal. Gut Licht!